Kales hier von kales.com und heute geht es auch um ein ganz wichtiges Thema, vor allem für die Männer, und zwar runde, breite Schultern. Wir wissen alle, wir haben drei Schulterköpfe. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Hier den vorderen, hier die mittleren Schulterköpfe und hier den hinteren Schulterkopf. Und die Sache ist die, der hintere Schulterkopf wird oft vernachlässigt. Die meisten Leute fangen an, Schulter drücken, eventuell ein bisschen seitheben und die hintere, die kommt fast nie zu tragen. Das wollen wir jetzt heute ändern. Wir fangen folgendermaßen an. Wir machen zuerst die hintere Schulter, sprich so. Zuerst wieder, ihr wisst, bei mir muss immer ein gerader Rücken sein. Und jetzt bearbeiten wir hier mit so einer fliegenden Bewegung. Das wäre jetzt quasi das Gegenteil von einem Butterfly. Hier so nach oben und ihr seht, meine hintere Schulter, ich demonstriere es nochmal ganz kurz, hier, das ist der Muskel hier, wird beansprucht. Das heißt also, ich habe diesen hinteren Schultermuskel am Anfang, der ist nämlich meistens der schwächste, somit wird er stimuliert und unsere Schulter wird schön rund. Davon 3 bis 4 Sätze, eventuell auch noch 1 oder 2 andere Übungen, dazu kommen wir dann später. Jetzt die mittlere Schulter. Die mittlere Schulter können wir auch noch ganz gut bearbeiten, und zwar mit Seitheben. Ich zeige es mal ganz kurz, und zwar folgendermaßen hier seitlich und jetzt langsam seitlich nach oben gehen, wieder runter. Ihr könnt sehen, man kann dazu auch die Hände ein bisschen anwinkeln, seitlich nach oben gehen. Sehr schön. Und darauf achten, dass man einfach hier oben nochmal schön die Schulter anspannt und den kleinen Finger ein bisschen nach außen dreht. Sprich, hier nochmal schön. Und was auch ganz wichtig ist, ihr seht immer, die Hantel ist immer unter meinem Ellenbogen. Das heißt, Übung, die sieht nicht so aus. Ja, das ist schon wieder falsch. Ich zeige es nochmal hier von der Seite. Ich gehe nach oben und mein Ellenbogen ist immer über der Hantel hier. Und ich drehe auch noch schön nach außen mit meinem kleinen Finger nochmal raus und hoch. Damit kann ich perfekt die Schulter beanspruchen. Und jetzt ganz zum Schluss kommt das Schulterdrücken. Und das Schulterdrücken ist jetzt nochmal für unsere vordere Schulter. Jetzt haben wir hier alle Köpfe drin. Hinten, Mitte, vorne. Jetzt machen wir vorne. Dann nehmen wir die Hantel schön nach oben und drücken hier schön parallel vom Kopf. Hoch, langsam runter, hoch, langsam runter. Und auch wieder hier ganz wichtig, gerader Rücken. Dazu ein kleiner Ausfallschritt. Ganz schön. Und schön die Übung explosionsartig durchführen. Schnell nach oben, langsam runter. Und auch ganz wichtig, wenn wir nach oben gehen, hier Schluss. Keine vollständige Streckung, denn wenn wir uns ganz ausstrecken, dann ist das Problem folgendes, dass wir jetzt die Belastung nicht mehr auf der Schulter haben, sondern hier auf dem Gelenk, Trizeps und Gelenk. Hier Spannung, 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 alles auf der Schulter, auf dem Trizeps, und sobald wir hier nach außen gehen, geht es aufs Gelenk. Das könnte potenzielle Schaden mit sich führen, wollen wir nicht machen. Also jetzt habt ihr alle Werkzeuge, um eine breite, runde und vor allem auch symmetrische Schulter aufzubauen. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, es geht hier immer rund um Ernährung, Fitness, Gesundheit, abonniert hier oben meinen YouTube-Channel, folgt mir auf Twitter und Facebook und geht auf kales.com. Da gibt es alles rund um Fitness, ich habe es gerade eben schon erwähnt. Bis dahin, haltet euch fit, übt das ganze Zeug. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Ciao.